Hey Leute, ich muss euch unbedingt was erzählen. Neulich hatte ich eine kleine Tierrettungsmission in meiner eigenen Wohnung. Ja, ihr habt richtig gehört. Also folgendes, ich habe gerade zu Hause gechillt, als ich plötzlich ein leises Summen höre. Zuerst dachte ich, es wäre mein Handy, aber nein, es war eine Hummel. Und nicht irgendeine Hummel, sondern ein einsamer Krieger, der am Fenster kämpfte. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, ist doch nur eine Biene, oder? Aber hier ist der Haken. Bienen sind super wichtig. Sie bestäuben Pflanzen, unterstützen Ökosysteme. Ohne sie keine Parks zum Chillen mehr, keine frischen Früchte und Leute, kein Honig mehr. Also konnte ich nicht einfach nur dastehen. Ich musste etwas tun. Vorsichtig habe ich den kleinen Kerl auf ein Stück Papier gelockt und nach draußen getragen. Ihr glaubt nicht, was für eine Erleichterung ich verspürte, als er endlich davonflog. Es fühlte sich an, als hätte ich etwas Großes getan, wisst ihr? Und das brachte mich zum Nachdenken. Wir übersehen oft die Natur um uns herum, besonders in der Stadt. Aber jedes noch so kleine Lebewesen hat seine Rolle. Und wir alle können unseren Teil dazu beitragen, zu helfen. Vielleicht fängt es damit an, ein paar bienenfreundliche Blumen auf dem Balkon zu pflanzen oder an heißen Tagen eine kleine Wasserschale für durstige Bienen aufzustellen. Kleine Schritte, aber potenziell große Wirkung. Also, was denkt ihr? Seid ihr bereit, mich auf diesem kleinen urbanen Abenteuer zu begleiten und ein Held für unsere summenden Freunde zu werden? Lasst uns unsere Städte zu einem einladenden Ort für alle Lebewesen machen, ob groß oder klein. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, ein Like dazulassen und zu abonnieren, um weitere Geschichten wie diese zu sehen. Und hey, lasst uns gemeinsam etwas bewegen. Bis zum nächsten Mal.